Herzlich willkommen zu unserer Präsentation Swisskills 2021, der nächsten Wiege. Zuerst möchte ich den Charles begrüßen als Messeleiter und einen, der uns immer tatkräftig unterstützt. Herzlich willkommen, Charles. Schön, bist du da. Als nächstes möchte ich meine Kollegin und Kollegen begrüßen, Gewerbepräsidenten. Der Anlass heute ist die nächste Sondermesse, wo wir vom WWO, WWO Werdenberger Wirtschaftsorganisation, gestalten wollen. Und zwar möchten wir euch etwas erzählen, was wir machen. Wir haben die Schweizer Meisterschaft organisiert für die Zimmermannen, für die Zimmerleute, wie es ganz genau heisst. Und wollen euch ein bisschen erzählen, wie wir zu diesen Sachen gekommen sind. Zuerst war einmal die Idee, zu sinnieren, was machen wir. Wir sind ja neue Mitglieder bei der WIGA. Wir sind dabei, wir haben die Aktien gezeichnet. Wir wollen uns natürlich auch aktiv beibringen. Wir wollen uns zeigen. Wir wollen das Gewerbe stützen im Werdenberg. Wir wollen zeigen, dass wir etwas auf der Platte haben und nicht nur einfach in den Ecken stehen und zeigen, was wir haben. Über das grosse Sinieren hat dann der Rolf Pfeiffer die Idee gehabt, wir müssten einen Job haben, wir müssten etwas haben, das im Werdenberg verwurzelt ist. Und wir mussten dann nicht lange anstudieren und dann ist die Holzbranche uns als allererstes in den Sinn gekommen. Natürlich, wie es der Zufall so will, hat dann der Rolf Pfeiffer auch noch hervorragende Kontakte gehabt zu denen, die dann das auch machen können. Und so ist das entstanden. Da sagt aber der Rolf Pfeiffer noch ein bisschen mehr dazu. Der erste Kontakt ist dann entstanden. Das war natürlich WIGA 2019. Das haben wir nicht erst vor zwei, drei Monaten entschieden. Sondern 2019, der letzten WIGA, haben wir die Nationalmannschafts-OK-Mitglieder eingeladen, um zu schauen, ist das überhaupt etwas für sie. Dabei war der Charles Lüchinger, der Rolf Pfeiffer und eben wie die besagt Nationalmannschafts-OK-Mitglieder, die das angeschaut haben. Und eigentlich war dort schon klar, das wäre für die eine saugute Sache, weil so in einer Gewerbeausstellung, wie es jetzt zu Wiegen ist, hat das noch gerne stattgefunden. Das war immer ein bisschen in der Stadt, in einer Halle. Und wir wollen es also ein bisschen verpacken mit den Leuten. Wir wollen da bewusst rausgehen, wir wollen den Leuten zeigen, dass es etwas ist zum Heben und dass es eine Schweizer Meisterschaft gibt, wo man uns zeigen kann. Ich will nicht gross eingehen, was wir machen. Das ist eine Sache von Rolf Pfeiffer. Ich bin froh, dass das passiert. Es wird passieren in der nächsten Wiege. Zwar ist die Wiege vom 3. bis 5. September und vom 8. bis 11. September nächstes Jahr. Es ist unterteilt. Und der technische Teil gibt jetzt der Rolf Pfeiffer bekannt. Danke, Pauli. Ja, herzlich willkommen. Schön, sind wir gesund und munter. Wir haben Zeit, um euch das anzuhören. Was wir machen wollen, die Ausgangslage war klar. Wir haben den Kontakt in Skills. Sie haben sich das angeschaut im 2019 und haben die WIGA, so wie sie sich damals schon präsentiert hat, letztes Jahr, als hervorragende Plattform empfunden, um das nachher zu integrieren. Wir haben aber unsererseits auch noch mit der Messeleitung müssen ein bisschen in rückwärtigen Raum hier schnell schauen, passt das für uns auch, kann man es überhaupt unterbringen, so wie die Anforderungen dann sind vom Nationalteam. Und haben eigentlich ein grosses Zeichen geben und haben dann Ende letztes Jahr aus OK oder das Okay bekommen vom Nationalteam, dass sie uns sehr gerne möchten, auf die Buchsaussi kommen, an die Wiegenmesse und da draussen die Swisskills zeigen. Swisskills ist bewusst englisch gehalten, weil ein Haufen von euch kennen die nächstführenden Stufen, die European Skills und nachher die World Skills, die mittlerweile auch schon wieder in aller Munde sind. Die Ausgangslage ist folgendes: das Nationalteam stellt sich mit 12 Leuten an den Start an. Die haben ein Projekt, das sie machen, wo vorgegeben sind, wo ich mittlerweile sogar herausgefunden habe, wo hier bei uns in der Region entwickelt werden. Also es hat auf beiden Seiten vom Rhein
Leute, die in das Nationalteam integriert sind und da wirklich Projekte für Zimmerleute machen, die nachher ihre Wettbewerb ist. Die besten 5 werden nachher ins Nationalteam berufen, dass das Team immer wieder bis zu einem gewissen Alter aufgestockt ist, dass sie immer wieder können die Europameisterschaft gehen oder dann eben eine Weltmeisterschaft. Je nachdem, wie das wieder besser zu Weg ist, die werden auch nachher in ihrer privaten Freizeit bewusst so gefördert und nachzogen, dass sie nachher topfit sind für die nächste höhere Stufe. Pauli Kohler hat es gesagt, der Rohstoff grundsätzlich Holz, kennen wir da sehr gut bei uns in der Region. Wir haben Holzverarbeitungsbetrieb mit einem schweizweit exzellenten Ruf. Und für uns war es klar, das müsste sein. Zugleich habe ich mit dem Hintergrund wissen, dass der Standort, wo wir da jetzt gerade sind an dieser Pressekonferenz, nämlich am neuen Werkhof der Ortsgemeinde Buchs, ebenfalls aus Holz entstanden oder sehr einen starken Holzanteil hat, und zwar Holz, das hier in der Region unmittelbar aufgewachsen ist, das hier verarbeitet worden ist. Es hat alles sehr, sehr kurze Wege gehabt und zeigt eigentlich hervorragend, was man aus dem Rohstoff eigentlich alles machen kann. Das Projekt ist so aufgeteilt, dass es die Wiege ja in 2 Phasen stattfindet. Zuerst mal vom 3. bis zum 5. September. Dort werden wir klar auf dem Platz, auf den 400 Quadratmeter, wo wir haben dürfen von der Wiege erwerben. Ganz klar der Rohstoff, Holz, den wir zeigen wollen. Wir wollen den Bildungsweg zeigen. Das ist uns ein ganz grosses Anliegen, dass wir hier auf dem Platz zeigen können, was gibt es für Ausbildungsmöglichkeiten und was gibt es für Weiterbildungsmöglichkeiten. Buchs hat unter anderem auch den Standort der UK, von der Holzzimmerleute hier bei uns. Und das sind natürlich super Synergien, die man hier gleichzeitig mitnutzen kann. Zugleich ist der Rohstoff Holz so irgendetwas, das man auch für ganz andere Sachen verwenden kann. Etwas, was uns immer wieder bewusst wird, ist sicher zum Wärmegehen. Also dort haben wir ja da umeinander einige Betriebe, die das hervorragend umsetzen. Im zweiten Teil, den wir haben, das ist dann nicht für die Öffentlichkeit, das ist dann vom 5. bis zum 7. September, dort werden wir die Plattform mit kleinen Anpassungen umbauen, dass sie nachher nationalteamgerecht ist, dass sie genau, die haben ganz klare Vorgaben, wie der Wettkampf soll ablaufen, wie er muss ablaufen, was für Maschinen dass man auf dem Platz sind, wie viel Platz das es braucht, wie die Gegebenheiten man sind. Dann wir nachher umbauen, die Infrastruktur bereit machen. Und da muss man sich auch vorstellen, es wird auch wieder so, wie ihr alle die Wiege kennen, in einer Halle hinten sein. Also es ist nicht irgendetwas für draussen oder ungedeckt und bei schlechtem Wetter auch, haben wir halt Pech gehabt, sondern es ist ganz klar, wie die Auflagen man sind und die erfüllen wir eigentlich alle hervorragend. Wir sind sogar überzeugt, dass wir mit dieser Fläche, wir haben ein bisschen grössere genommen, auch kann die Wege für die Zuschauer so gestalten, dass es eben interessant ist, um dort zu verweilen dann und das anzuschauen. Und dann geht es los, 8. bis 11. September. Sind denn die Skills? Hauptsächlich muss sich jetzt das Nationalteam halt wieder anpassen, da unsere Messe am Nachmittag hinten aufgeht. Und gegen die Abendzucht ist es auch so, dass die nicht schon morgen am Start sind. Wir werden aber den Morgen nutzen mit dem Nationalteam, um ihnen da entweder unterstützende Holzbetriebe zu zeigen, die wieder ganz anders unterwegs sind, oder auch das ein oder andere Objekt oder Projekt, das wir hier in unserer tollen Region haben, das sich zum Zeigen lohnt, einfach zu ihnen den Fokus öffnen. Es gibt ja noch eine andere Schweiz. Hauptsächlich sind sie dann natürlich aber in ihrer Meisterschaft drin. Und das Ganze werden wir so absprechen mit dem Nationalteam, dass wir immer wieder Platz finden. Es wird also Power-Wettkämpfe geben. Da ist dann das Nationalteam federführend. Das kann man euch so vorstellen. Da gibt es eine Aufgabe zum Erledigen und auf die Plätze fertig los. Wenn zuerst ist es fertig. Und da habe ich mir schon sagen lassen, das braucht anscheinend dann manchmal nicht eine Viertelstunde für so etwas. Also da wird dann geregelt in derselben Zeit anscheinend. Sehr interessant für das Publikum auch. Was wir uns ja erhoffen darauf, dass es daraus aussieht, dass man da vieles zeigen kann.
Nichtsdestotrotz, am Schluss soll es eine saubere Rangverkündigung geben, wird so gehen, die werden wir am Samstag in welcher Form dann immer eingestalten und einbringen können, auch in die Messe, auch in den denkenden Abschlussabend. Das sind wir am Aufgleisen, was für uns ganz klar ist und auch ein schönes Zeichen ist, das wir auch schon bestätigt bekommen haben, ist, dass zum Beispiel unser Regierungsrat und Volkswirtschaftsdirektor, der Beat Inner, sich Zeit nimmt, an dem Nachmittag noch und aber auch für die Rangverkündigung, um entsprechend die Leistungen noch honorieren, die hier erbracht worden sind. Wir haben dann am vierten Teil, der tut dann gerne jemandem mehr weh, das ist dann das Ganze noch rückbauen, und zwar von Seite von uns und von der Nationalteam-Seite so schnell wie möglich, dass die Wiegenmesse nachher auch wieder auch Kinder anfangen mit ihrem Rück- und Abbau. Das wäre es vom Programm her, was kommt. Wir haben in dem Konzept, das wir erarbeitet haben, das ihr auch die Medien schon bekommen habt, wenn es noch nicht hat, dürfen Sie sich noch mal gerne bei mir melden, auch klar aufzeigen, dass es für uns muss sein, dass man die Leistungsstärke von diesem Beruf zeigen kann, dass man den Rohstoff, das Holz selber zeigen kann, auch was man damit machen kann, auch der Wald, den wir hier rundum haben, aber auch der Bildungsweg, das muss ersichtlich sein, das muss man sehen, und schlussendlich, wenn wir an die Wiegenmesse einen Impuls geben können, dass, wie es der Pauli vorher erwähnt hat, wieder einmal etwas kommt vom Gewerbe aus, wo halt vom Gewerbe aus so ist. Zielgruppen ist klar, wenn wir hier ansprechen. Wir haben das Nationalteam, die haben Vorgaben, das ist ein riesiger Vorgabenkatalog mit Reglement. Das werden wir so einhalten. Dahinter stehen dann alle Gewerbevereine im ganzen Werdenberg. Und was wir jetzt schon in der ersten Gespräch haben mit der grösseren Holzverarbeitungsbetrieb, sehr, sehr positive Signal. Positive Signal haben wir aber auch bekommen, wenn ich zu den Finanzen komme, wo wir einen Budgetrahmen haben, der im sechsstelligen Bereich hineinliegt. Das Ganze kostet etwas und wir wollen gute Gastgeber sein und sind da sehr bemüht, um das richtig herzustellen, so wie wir uns gerne präsentieren aus der Region aus, wie man sich so gewöhnt ist von der Werdenberger. Und da haben wir eigentlich schon ein super Signal bekommen von der Stadt Buchs und auch von der Ortsgemeinde Buchs, wo beide Anfragen in den Budgetbereich eingenommen haben. Und wir hoffen natürlich, dass die Budgets in dem Monat abgesegnet werden und dann auch dort schon wieder eine grosse Pace weiterarbeiten und eine super Vorlage haben eigentlich. Zugleich hat auch die Ortsgemeinde Knallert klar signalisiert, dass wir dürfen mit dem Projekt, das Sie hier aufgestellt haben, mit dem eigentlich auch arbeiten. Ja, das wäre es meinerseits. Ich denke, ich darf mal schnell das Wort weitergeben an die, die es auch betrifft, nämlich die Wiegenmesse. Danke. Danke, Rolf. Ja, also, aus der Sicht der Wiege kann man natürlich nur sagen, das ist grossartig. Und im Namen von der Geschäftsleitung und von der Messeleitung darf ich Danke sagen. Danke an euch sechs als Repräsentanten von eurem Verein, der gesamte WWO, wie man es gehört, und vom Rolf steht dahinter. Danke an die Initianten. Der Zeitplan ist eigentlich schon aufgerollt worden, von letzter Woche, vom ersten Kontakt über die Präsentation heute. Und in einem Jahr ist alles schon wieder vorbei, wenn alles normal läuft. Also ist eigentlich sehr sportlich, und sportlich ist auch ein gutes Stichwort, da, wo dann abgeht in dieser Sonderschau. Das ist wirklich Sport auf höchstem Niveau in Sachen Berufsbildung. Und von dem her passt es sehr gut zur Wiege. Die Wiege als grösster Marktplatz der Region, als Leistungsshow vom Gewerbe in der Region, hat so eine Sonderschau, die eine Leistungsshow von jungen Handwerkerinnen und Handwerkern wird sein, in einem Beruf, den man bei uns eigentlich sehr gut nachvollziehen kann. Man muss nur rausschauen, bei uns baut man noch Häuser mit Dachstühlen und andere Sachen, die zusammen Leute gebraucht werden. Die 400 Quadratmeter, das sieht sich eigentlich auch schon. Das ist nicht irgendwie in einer Ecke von unserer Wiege, das ist ein dominanter Auftritt für die Wiege. Und das wird, muss man gerne nicht lange diskutieren, es wird ein Highlight. Es wird vor Kompetenz ein Highlight, es wird auch ein emotionales Highlight. Und dann dabei sein, wenn die Jury sieht, die letzten paar Minuten, wie es dann zu und her geht. Und schon ein paar Weltmeisterschaften können miterleben. Also das ist wirklich, das ist hohe Kunst des Handwerks. Und abschließend, dass man so etwas herbringt, einfach nochmal danke. Danke auch, dass ihr unsere neue Hybridmesse nutzt, die zweigeteilte. Das ist vielleicht ein gutes Beispiel jetzt, ein Pilotprojekt. Man macht am ersten Wochenende einen Schwerpunkt
baut um, das kann das Gewerbe in kurzer Zeit viel bewegen. Und im zweiten Teil ist komplett etwas anderes, Attraktion und Wertsteigerung von der Wiege. Ich freue mich drauf. Nochmal danke und ja, toi 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 jetzt schon. Danke, Schorsch. Skills planen wir so, und ich habe die Idee davon und ganz klar unsere Message, dass die ganzen Skills stattfinden werden. Da geht es mal egal, was passiert, ob jetzt unter Umständen die Messe im Vorfeld schon abgesagt werden. Wir probieren alles dran zu setzen und stoppt uns der Zeit ja nehmen, dass wir das Corona-bedingt hoffentlich eben nicht mal unter irgendwelchen Umständen durchführen, sondern ganz klar das kann sauber machen. Was haltet uns im Leben? Oder fangen wir anders an? Fangen wir mit der Politik an? Der Bundesrat Maurer will nicht mehr Geld verteilen. Warum nicht? Weil keine Steuergelder mehr kommen. Die Steuergelder, die sind ihr, mir. Ich zahle Steuern. Wenn wir nicht mehr zu arbeiten haben, ja, wie wollen wir denn Steuern zahlen? Wie will denn der Bundesrat Geld verteilen? Dann hat er nichts mehr. Also das Leben geht weiter. Und das Leben hat immer einen Weg gefunden. Wie auch immer. Mit oder ohne. Es, in einer Form, sicher in unseren Köpfen, wird das uns leider noch lange erhalten bleiben. Aber zu arbeiten, zu arbeiten geht weiter. Vielleicht werden wir dahinter kommen, dass das Gewerbe, das KMU, das sowieso das Rückgrat bildet von der Schweiz, egal wie und egal wo, dass das Handwerk, das wir jetzt hier zeigen, wieder viel mehr goldigen Boden bekommt. Das wirst du sehen. Also das ist meine Meinung. Und es wird wieder so kommen, wenn man etwas mit Händen und mit Füßen begreifen tut, dann geht das Leben weiter. Dann fangen wir halt wieder mal mit einem Schritt zurück an und dann machen wir wieder zwei Schritte für sich. So war das Leben immer gewesen.